Also ich möchte jetzt auch an dieser Stelle jetzt die Bundesstaatssekretärin Dr. Tamara Zieschank begrüßen. Sie sind ja in Sachsen-Anhalt auch viele Jahre tätig gewesen als Wirtschafts- und dann auch als Innenstaatssekretärin. Seit 2019 sind Sie also auch an zentraler Stelle im Bundesverkehrsministerium, was ja auch für digitale Infrastruktur zuständig ist, tätig. Und wir hatten im Vorgespräch ja kurz, also heute einer der ersten Präsenztermine wieder, also die wir dann heute auch hier dann über Webex quasi hybrid nach außen spiegeln. Also von daher auch nochmal ganz herzlich willkommen in Zeitz und in Sachsen-Anhalt. Und ich würde Ihnen jetzt sehr gern für ein Grußwort das Wort übergeben. Liebe Tamara Zieschang. Herzlichen Dank, Herr Schäffler. Ich freue mich, dass ich heute wieder in Zeitz bin. Gerade hier im Franziskanerkloster war ich das letzte Mal zu einem Kulturabend mit dem Schauspieler Herrn Mende. Das war ein eindrucksvoller, schöner Abend. Aber heute steht ein völlig anderes Thema auf der Agenda. Die Stichworte sind schon mehrfach gefallen, nämlich die Worte Strukturwandel und Digitalisierung. Das sind zunächst erstmal zwei Worte, aber ich glaube, diese beiden Worte markieren vor allem eins. Sie markieren, dass sich unser Leben verändern wird, und zwar massiv verändern wird. Wenn wir den Bereich Strukturwandel nehmen, da werden Sie das sicherlich vielfach als Einschnitt empfinden. Natürlich die Braunkohle gehört seit Jahrzehnten, Jahrhunderten zur Region. Also insofern ist der Ausstieg aus der Braunkohle natürlich ein massiver wirtschaftlicher Einschnitt, aber natürlich auch ein gesellschaftlicher Einschnitt. Es geht nicht nur um Arbeitsplätze, sondern es geht natürlich um das Verbundensein der Region mit der Braunkohle. Wir müssen aber, glaube ich, auch ehrlich sagen, dieser Einschnitt wäre früher oder später so oder so gekommen. Jetzt kommt er sicherlich ein wenig früher. Und deswegen gilt es jetzt, die Chance zu nutzen, den Wandel, die Veränderung zu begleiten und sich, wie es hier oder da heißt, neu zu erfinden. Aber die Frage ist bei dem auch, was der Oberbürgermeister Thieme schon skizziert hat, ist es überhaupt so neu, was man hier in Zeitz anfangen will, beginnen will, oder gibt es nicht längst Anfänge, die schon ein wenig den Weg zeigen, was das Neue sein könnte? Und ich denke da unter anderem an das Kloster Posa, wo sich Kreative sehr, sehr früh getroffen haben. Ich denke an die Nudelfabrik, wo eben auch Kreative aus Leipzig gekommen sind und sagen, wir wollen hier die kreativen Entfaltungsräume nutzen. Wir wollen auch die Nähe zu einer ganz klar boomenden Stadt Leipzig nutzen. Ich glaube, wir müssen auch Zeitz immer in der Metropolregion Leipzig mitdenken, die sehr in Veränderung ist. Diese Veränderung müssen wir auch mit für Zeitz nutzen. Aber wir haben ja nicht nur die kreativen Entfaltungsräume, die die Kreativwirtschaft, die Kulturschaffenden nutzen, sondern wir haben natürlich auch Industrie, ob ich jetzt über Südzucker hier reingekommen bin, aber auch den Chemiepark, alles das ist ja auch da, was auch weiterhin da sein wird. Aber es muss sich eben auch weiterentwickeln, um diesen Strukturwandel zu begleiten. Also, es ist ein Einschnitt, aber es sind viele Anfänge auch gelegt, die jetzt vertieft angegangen werden müssen. Und wenn wir das zweite Stichwort nehmen, die Digitalisierung, dann müssen wir auch sagen, Digitalisierung ist ja für uns auch nicht neu. Aber ich glaube, wir ahnen auch alle, bei der Digitalisierung stehen wir erst am Anfang. Und ich hoffe immer, wenn die Corona-Pandemie dann mal wirklich unseren Lebensalltag nicht mehr so stark dominiert, wie es in den letzten anderthalb Jahren getan hat, dass wir dann vielleicht auch in der Rückschau sagen, die Corona-Pandemie hat wenigstens zu einer Sache nämlich geführt, nämlich zum Schub für die Digitalisierung. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Corona-Warn-App, die vielleicht der ein oder andere bei sich auf dem Smartphone hat oder auch den vielleicht schon digitalen Impfpass, sondern wir haben ja gemerkt, dass dadurch, dass eben viele Menschen auch nicht mehr vor Ort arbeiten konnten, beispielsweise auch in den Behörden, dass die Bürgerinnen und Bürger zu Recht einen völlig anderen Zugang auch zu Behörden, zu öffentlichen Einrichtungen erwarten und natürlich erwarten, dass es da Online-Lösungen gibt, dass es da digitale Lösungen gibt. Ich erinnere mich immer, das haben wir auch im Bundesverkehrsministerium, sind wir da vielfach darauf angesprochen worden, dass gerade während des ersten Lockdowns viele Kfz-Zulassungsstellen geschlossen waren und die Autohändler hatten dann eben die Autos auf dem Hof und konnten sie schlicht und ergreifend nicht anmelden und der Verkauf kam ins Stocken. Also auch da sehen wir, da haben wir kurzfristige Online-Lösungen geschaffen, aber wir sind da überhaupt noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir arbeiten im Augenblick im Bundesverkehrsministerium zum Beispiel an einer Großkundenschnittstelle für die Zulassung von Kfz. Auch da ist Druck in die Debatte gekommen über Corona. Also da sehen wir die Erwartung, dass eben vieles auch digital angeboten wird, damit auch kontaktlos angeboten wird. Der eine oder andere merkt es ja vielleicht auch im ÖPNV. Man hat keine Lust mehr auf irgend so ein Touchscreen, da irgendwie sich ein Ticket zu holen, sondern man möchte es gerne mit einer App-Lösung verbinden, wo man es dann auf seinem Smartphone hat.
Alles das sozusagen ist eine veränderte Erwartungshaltung bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber damit auch neue Marktchancen für Unternehmen, für neue Entwicklungen von Apps und für neue Angebote. Und dann, das wissen Sie alle, das Thema Homeoffice, Homeschooling, alles das hat uns während der Pandemie beschäftigt. Das hat mal besser funktioniert, es hat einmal auch schlecht funktioniert. Alles das zeigt, wir müssen eben auch beim digitalen Lernen, wird die Erwartungshaltung sein, auch wenn wir natürlich wieder viel in Präsenz machen wollen, gerade auch in den Schulen. Trotzdem werden wir, glaube ich, alle ahnen, vieles ist eben auch digital, ist online ganz angenehm und sei es eben auch einfach nur Dienstreisen, die man zu irgendwelchen Meetings sich einsparen kann, weil man eben einfach anders kommunizieren und gemeinsam tagen kann. Gleichzeitig, das eine sind ja die digitalen Anwendungen, die digitalen Lösungen. Das Ganze hat uns natürlich auch gezeigt, wie wahnsinnig wichtig digitale Infrastruktur für die weitere Entwicklung ist, für die zukünftige Entwicklung. Und damit sind wir beim Thema Mobilfunk und Breitband. Und Herr Schäffler, Sie haben es gesagt, wir sind ja nicht nur das Bundesministerium für Verkehr, sondern eben auch für digitale Infrastruktur. Und da kann ich zunächst einmal als sozusagen zwei gute Nachrichten loswerden. Das eine ist, wenn wir gerade mal den Bereich Mobilfunk nehmen, das ist ja eine sogenannte kritische Infrastruktur. Diese kritische Infrastruktur hat während der Pandemie reibungslos funktioniert. Wir haben im Verkehrsministerium genauso wie im Bundeswirtschaftsministerium haben wir uns während des Lockdowns wirklich täglich von den Telekommunikationsunternehmen berichten lassen, einfach um sicherzustellen, dass Mobilfunkversorgung nicht auch dadurch, dass es dort Mitarbeiterausfälle gibt, womöglich irgendwie ins Stocken gerät. Weil wir alle wussten, die Mobilfunkverbindung muss einfach stehen, gerade auch, wenn plötzlich Menschen eben nicht mehr im Büro sitzen, sondern auch von zu Hause arbeiten, damit eben das Smartphone ganz anders nutzen. Die kritische Infrastruktur Mobilfunk hat in Deutschland während der ganzen Pandemiezeit reibungslos funktioniert. Wir nehmen das immer wie selbstverständlich hin. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt andere kritische Infrastrukturen in europäischen Nachbarstaaten, die haben während der Pandemie nicht funktioniert und sind punktuell ausgefallen. Das lief bei uns wirklich dank der Unternehmen, die eben sehr, sehr gut da gearbeitet haben, reibungslos. Und was auch, glaube ich, eine gute Nachricht ist, dass Breitband- und Glasfaserausbau während der Pandemie ohne Unterbrechung stattfand. Wir haben ja sowieso eigentlich die meisten Baustellen, auch sonstige Infrastruktur konnten weiter betrieben werden, natürlich mit neuen Hygiene- und Abstandsregeln, aber es wurde eben wirklich weitergebaut. Das haben wir auch in Sachsen-Anhalt gemerkt. In Sachsen-Anhalt konnten wir Ende 2020 sagen, dass wir den höchsten Zuwachs aller Bundesländer bei der 50 Mbit pro Sekunde Versorgung hatten. Jetzt kann man immer sagen, wir hatten einen gewissen Nachholbedarf, aber wir sehen eben auch, wir sozusagen wollen nachholen, wollen aufholen und deswegen eben der höchste Zuwachs im Vergleich zu allen anderen Bundesländern im Jahr 2020. Aber wir wissen eben immer, und das werden Sie auch erleben, je nachdem, wie auch gerade Ihre Verbindung gerade steht oder wackelt oder eben auch mal ins Stocken gerät, wir sind natürlich beileibe noch nicht da, wo wir hinwollen, als modernes, als digitales Land. Im Bereich Mobilfunk ist es natürlich so, die Unternehmen sind erstmal in der Pflicht, für die Mobilfunkversorgung zu sorgen. Im Rahmen der Frequenzversteigerung gibt es auch klare Versorgungsauflagen, deren Einhaltung auch eng überwacht wird. Aber uns ist auch klar im Bund, dass eben die eine oder andere Mobilfunkmast wird sich eben nicht unbedingt rechnen. Und deswegen haben wir uns ja im Bund entschieden, dass wir eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft gründen. Diese Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft hat ihren Sitz im Burgenlandkreis. Und Aufgabe dieser Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft ist es im ersten Schritt, dass 5000 Mobilfunkmasten in Deutschland neu errichtet werden, und zwar in diesen sogenannten weißen Flecken, also sprich dahin, wo andere Mobilfunkunternehmen eigentlich von sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht gehen würden. Es gibt da bereits erste Markterkundungsverfahren, die laufen auch bereits in Sachsen-Anhalt, wo man eben Regionen identifizieren will, wo man weiß, die Mobilfunkunternehmen werden dort nichts tun. Also muss der Staat hier flankierend eingreifen, weil es ein Marktversagen gibt. Und die Markterkundungen, wie gesagt, laufen bereits mit Hochtouren. Und auch in Sachsen-Anhalt werden gewisse Regionen erkundet, um dann eben im nächsten Schritt zu gucken, wo sind geeignete Liegenschaften und wo können wir Mobilfunkmasten aufstellen, um die Mobilfunkversorgung noch besser zu machen. Und dann kommt natürlich irgendwann die weitere Entwicklung auch in Richtung 5G. Aber das sind dann alles auch die nächsten Schritte. Beim Thema Breitband-Glasfaserausbau muss man auch immer, weil wir immer in Sachsen-Anhalt sagen, wir sind schlechter als andere Bundesländer, aber wenn man sich dann immer mal den Vergleich anguckt und das immer aus der Bundesbrille sieht, dann relativiert sich das durchaus. Also ich finde, erfreulich ist, dass Sachsen-Anhalt bei den Flächenländern den höchsten Anteil beim Glasfaserausbau hat,
was die Erschließung von Gewerbegebieten betrifft. Und auch der Burgenlandkreis steht dort sehr gut da. 54% der Gewerbegebiete sind mit Glasfasern angeschlossen. Da können wir uns bundesweit sehr, sehr gut sehen lassen. Also wie gesagt, gerade im Vergleich zu den Flächenländern steht Sachsen-Anhalt da sogar an der Spitze. Für Zeitz hat der Oberbürgermeister vorhin auch schon ein paar Zahlen genannt. Es könnten eben mehr als die Hälfte aller Haushalte könnten Glasfaser buchen. Das eine ist ja immer, ist die digitale Infrastruktur vorhanden. Das andere ist ja, nutzen die Haushalte das auch tatsächlich, weil das hat dann ja auch damit zu tun, was ich konkret brauche. Es ist aber auch noch einiges in der Pipeline. In Sachsen-Anhalt unterstützt der Bund im Augenblick alleine 32 Ausbauprojekte mit einem Fördervolumen von weit über 300 Millionen Euro, auch im Burgenlandkreis sind wir dabei, 32.700 Anschlüsse mit zu unterstützen und zu finanzieren. Und da ist man ja auch auf einem sehr, sehr guten, sozusagen auch schon fast Schlussspurt. Das soll ja auch im Sommer diesen Jahres weitgehend abgeschlossen sein. Und das hat auch der Bund nochmal unterstützt. Das ist aber alles eine Momentaufnahme. Auch wenn wir das alles umgesetzt haben in Zeitz im Burgenlandkreis, wird die Reise weitergehen, weil die Bedeutung von digitaler Infrastruktur wird weiter steigen. Wieso ist das so? Ich nenne Ihnen einfach nur mal ein Stichwort autonomes Fahren. Da denken wir immer, das ist alles ganz weit weg. Wir haben als Bundesregierung und der Deutsche Bundestag hat es in einer seiner letzten Sitzungswochen verabschiedet, das Gesetz zum autonomen Fahren verabschiedet. Da streben wir sogenannte Level 4 ein. Wir sind da international absoluter Vorreiter. Wir sind also Benchmarksetzer in ganz Europa. Level 4 gibt es bislang in keinem anderen Land der Erde. Level 4 heißt, das Auto fährt wirklich alleine und ohne, dass der Mensch noch eingreift und steuert. Dazu müssen dann eben die Zulassungskriterien für die Autos festgelegt werden und es soll zunächst eben aus ausgewählten, genehmigten Strecken soll autonomes Fahren möglich sein. Ich glaube, das autonome Fahren wird gerade für ländliche Regionen eine Riesenchance werden, weil da, wo abends dann der Pendelbus noch fährt oder zum Teil eben kaum noch fährt, kann dann vielleicht in Zukunft das kleine autonome Shuttle die Jugendlichen abends von einer Party zurückbringen oder eben auch, wenn man aus Leipzig ein Kulturangebot genutzt hat, dann abends zurückkommt mit der S-Bahn, aber dann die letzten Meter noch anders zurücklegen muss, dann kann eben das autonome Fahren wirklich eine ganz große Erleichterung und auch überhaupt Ermöglichung von öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum wiedergeben. Also insofern ein Riesenthema. Aber wenn wir vom autonomen Fahren reden, dann kriegen wir vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung davon, was das dann auch heißt für die digitale Infrastruktur, die dann natürlich noch in ganz anderem Maße vorhanden sein muss. Aber es sind ja auch andere Themen und das Digitalisierungszentrum in Zeitz widmet sich diesen Themen ja auch. Digitale Gesundheitsversorgung haben wir auch während der Corona-Pandemie erlebt. Es will nicht mehr jeder zum Arzt wegen irgendwie einer kleinen Zipperlein, weil man denkt, wen trifft man da? So, und deswegen hat man ja versucht, dann auch mit digitalen Sprechstunden, das war ja erstmal der Anfang dessen, dass man seinen Arztbesuch durch digitale Sprechstunden ersetzen kann, sofern das möglich ist. Der Arztbesuch wird nie ganz entfallen, aber eben digitale Gesundheitsversorgung kann eine andere Rolle spielen. Und ich glaube, das sind alles erstmal nur so Stichworte. Wir kriegen vielleicht, haben so eine leichte Ahnung, wo die Reise hingehen könnte. Ich finde es sehr gut, dass das Digitalisierungszentrum in Zeitz sich eben auch mit Schwerpunkten, unter anderem auch dieser Frage der digitalen Gesundheitsversorgung stellt. Das ist auch gerade wieder für den ländlichen Raum, aber auch für eine Stadt wie Zeitz ist das eine Schlüsselfrage, weil, wie gesagt, unser Leben verändert sich. Die Digitalisierung ist eine Chance, dass sie sich auch in vielerlei Hinsicht zum Positiven verändert. Und ich kann Sie in Zeitz, aber auch im Burgenlandkreis nur dazu beglückwünschen, dass Sie diese Digitalisierung und damit auch diese Möglichkeit, Ihr zukünftiges Leben positiv mit zu verändern, dass Sie diese Chance so beherzt und engagiert angehen. Und deswegen wünsche ich Ihnen auch für die heutige Konferenz alles Gute, viele neue Impulse, viele neue Ideen und danach tatkräftige Mitstreiter für die Umsetzung. Vielen Dank.